Burgenlands Landeshauptmann Hans Nissel will sich von seiner Frau Christine scheiden lassen. Die Trennung nach mehr als 40 Jahren Ehe soll im Guten erfolgen. Von seiner Seite gäbe es jedenfalls kein einziges negatives Wort, verrät Nissel in der Online-Ausgabe der Tageszeitung Kurier. Das Zerbrechen einer Ehe sei immer bedauerlich und für alle Beteiligten eine schwierige Situation. Er wisse auch, dass der Schritt für manche dennoch unverständlich bleiben werde. Ich will den Menschen nicht eine heile Welt vorspielen, wenn es diese nicht gibt, wird der Landeshauptmann zitiert. Er sei in der Politik geradlinig und so möchte er es auch im Privatleben halten, so Nissel. Er habe eine neue Lebensgefährtin, die im Eisenstädter Spital der Barmherzigen Brüder tätige Anästhesistin Primaria Annette Severing. Laut Kurier machte Nissel auch deutlich, dass er künftig nicht mehr toleriere, wenn vollkommen an den Haaren herbeigezogene Gerüchte verbreitet würden. Dann sehe er sich gezwungen, rechtliche Schritte dagegen einzuleiten, so der seit mehr als 17 Jahren amtierende Landeschef. Denn, so Nissel weiter, irgendwann ist eine Grenze erreicht.